Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute warten auf mich Fruchtgummi-Chilis. Die hat mir meine Süße vom Kaufland mitgebracht und sie sitzt auch da neben mir. Ihr könnt sie nicht sehen, aber sie wollte sich das nicht entgehen lassen, dass ich hier diese Chilis probiere. Da heißt es nämlich hier extra scharf und da sind hier vorne 1, 2, 3 Chilis abgebildet. Eine Riesen-Chili. Chili. Chili? Chili? Chili, wie auch immer man das Chili ausspricht, die auf Hessisch ist die Chili. Also ich werde hier mal so ein paar Chilis mir hier dann zu Gemüte führen. Was erwartet mich? Fruchtgummi extra scharf. Es ist natürlich immer so relativ, wenn irgendwas scharf ist, extra scharf. Wir werden sehen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei scharfen Dingen. Was ist drin? Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Wasser, Feuchthaltemittel. Wo kommen denn jetzt hier irgendwelche scharfen Sachen? Aroma? Karotte, schwarze Johannisbeer. Aha, es ist tatsächlich also nur das Aroma scharf. Da ist nichts anderes Scharfes drin, außer man sagt hier Zitronensäure und Milchsäure. Also ist tatsächlich nur durch Aroma scharf. Da bin ich gespannt. Ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. So sieht es aus. Ich mache einfach mal auf und renne an den Speck. Riechen nach Gummi. So, dann nehmen wir mal hier, gibt hier verschiedene Größen. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind die kleinen die fiesen oder sind die kleinen einfach nur kleiner und weniger scharf? Ich nehme mal hier so, es gibt zwei Größen, sieht man aus, ich dachte, oder? Ja, das kann man als gleiche Größe durchgehen lassen. Also ich nehme mal hier so einen Walzahn, Haizahn, einen Haifischzahn oder ein Rhinozeroshorn. Und hier erkennt man doch ein bisschen besser, dass das eine Chili sein soll. Chili, Riecht Chili. gut. Okay, also meine Süße hat jetzt schon einen Mund. Ich fange mal mit der kleinen an. Oha. Oh. Oha, das kann was. Uiuiui. Was war jetzt eine kleine? Oha, also. Das hat den Namen extra scharf tatsächlich verdient. Und das war nur die kleine. Okay, also eine große muss noch sein. Halleluja. Noch ein Jahr mit. Jetzt genauso schon. Ja. Also das Interessante ist, es brennt auf der Zunge. Im Mund selbst geht's, aber auf der Zunge. Ja, da brennt es nur, wenn es scharf ist. Naja, es gibt ja Schärfen, die sind im Rachen, im ganzen Mund. Oha. Und vom Geschmack her geht's auch. Das ist ein bisschen zitronig. Ah, die sind echt fies geschnitten. Guck mal hier. Ja, und hier sind so die Schleimfäden. Naja, okay, also. Also, es ist jetzt nicht so scharf, dass ich davon weinen muss, wobei ein bisschen. Die halten ja dem, was sie versprechen, ne? Ja, Nicht wie also. bei Chips. Extra scharf ist tatsächlich extra scharf. Ich nehme noch eine kleine und dann ist aber gut für heute. Nicht, dass sie irgendwie. Ist gut für jede Diät. Weil man dann keinen Hunger mehr hat. Da isst man nicht so viel davon. Das stimmt. Eine kleine noch. Ich hoffe, jetzt wo es ja scharf war auf der Zunge, sollte die kleine ja gar nicht mehr so scharf sein. Doch, es bleibt scharf. Von der merke ich jetzt nichts. Ja, also, wie hießen die hier? Was Atri? Atri Dex Internet. Oh, yummy, yummy heißt sie. Yummy, yummy. Wenn ihr die seht, wenn ihr es scharf mögt, das ist ein neues Ding. Wenn ihr nicht scharf mögt, dann Finger weg! Don't eat, don't touch! Und vor allem keinen Kinder geben. Nicht Babys, nicht Kindern. Finger weg. Deine Neffen müssen dran glauben. Meine Neffen, oh, ich weiß nicht. Schulkinder darf man die schon lieber noch nicht. Lieber für Erwachsene aufheben oder für Pubertierende, das könnte was sein. Aber ob ich das jetzt noch hier so lange aufheben will, nee. Mal gucken, wem ich das unterjubeln kann. Wer bereit ist, wer Bock hat hier zu probieren, meldet euch. Ich bringe ein paar Chilis mit. Und dann, ja, jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.